Hallo und herzlich willkommen bei unserem Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute zu einem neuen Interview. Und ich bin selber schon ganz nervös, weil ich unseren heutigen Interviewgast eigentlich schon viele Jahre, Jahrzehnte möchte ich fast sagen, kenne. Und zwar über seine Bücher. Ich kenne ihn natürlich noch nicht persönlich, aber das holen wir jetzt nach. Und mein heutiger Interviewgast ist Rüdiger Dahlke. Herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Rüdiger Dahlke ist vielleicht dem einen oder anderen, ich glaube eigentlich schon ganz vielen, ebenso wie mir, schon bekannt von seinen Büchern. Er hat mehrere Bücher, ich nenne nur ein paar Titel: Krankheit als Weg, Krankheit als Sprache der Seele, Krankheit als Symbol, Die Schicksalsgesetze, Spielregeln fürs Leben, Bücher zur Psychosomatik unter Einbezug spiritueller Themen, die sind mittlerweile Bestseller und in 22 Sprachen veröffentlicht, also spricht für ihn. Und das ist etwas, was mich auch immer wieder begeistert, wie er die Dinge zur Sprache bringt in seinen Büchern, und für mich auch immer ein gutes Nachschlagewerk, wenn mir Menschen begegnen mit Problematiken, dass man auch mal kurz da noch mal nachlesen kann, wie sind denn die Hintergründe, und dazu dienen diese Bücher einfach in wundervoller Art und Weise. Rüdiger Dahlke ist ein Arzt und für Naturheilwesen und Psychotherapie. Er ist Naturheilkundler, Philosoph, Freigeist, Buchautor, wie schon erwähnt, und gibt Seminare und leitet auch Ärztefortbildungen. Also Mensch oder Ärzte dieses Standes kommen auch zu ihm, um sich bei ihm weiterzubilden. Denn ich glaube, auch mittlerweile geht kein Weg mehr dran vorbei, dass man nur den körperlichen Aspekt sieht, sondern man muss tatsächlich auch über den körperlichen Aspekt, also Geist und Seele, auch mit einbeziehen, wenn es um Gesundheit geht. Und wir wollen uns jetzt mit unserem besonderen Gast, Rüdiger Dahlke, unterhalten über den Sinn des Lebens. Also nochmal herzlich willkommen, lieber Rüdiger. Und ja, Vielen Dank, dass du gekommen bist und dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und meine allererste Frage wäre, was ist denn deine Definition des Sinns des Lebens? Ganz im Allgemeinen, noch nicht im Speziellen, was Krankheit angeht. Also ich denke, wir sind hier, um zu lernen. Mhm. Das Leben ist wie eine Schule und wir sollten die Spielregeln lernen. Ja, also das ist eigentlich bei jedem Spiel. Die Inder sagen ja Lila, das kosmische Spiel. Betrachten das Leben als ein Spiel. Und wir können uns natürlich überlegen, ob wir spielerisch lernen wollen oder ob wir das als harte Schule betrachten wollen. Wir können durch Versuch und Irrtum lernen, das machen die meisten Menschen, und schaffen dann oft während des ganzen Lebens nicht die Spielregeln zu lernen, was dann zu Frustration führt. Ich denke, das ist ein schönes Bild, das Leben als Schule zu begreifen. Und insofern wäre es gut, die Spielregeln zu lernen für das Spiel des Lebens. Das ist auch das, was ich so mit Schicksalsgesetzen versuche rüberzubringen zu den Menschen. Dass man einfach nicht so erstaunt, dass es sowas gibt wie die Polarität, dass es Resonanz gibt, dass im Anfang schon alles liegt, um so die drei wichtigsten Gesetze da mal anzusprechen. Dass es aber auch Felder, Bewusstseinsfelder gibt, Rituale eine Rolle spielen, auch wenn wir es gar nicht mehr so wahrnehmen. Also das wäre so das, was ich mit der integralen Medizin auch den Kollegen versuche beizubringen, aber allen, die sich da interessieren dafür inzwischen auch, dass wir Dinge integrieren müssen, viel integrieren müssen im Laufe des Lebens. Und umso mehr wir integrieren, umso mehr kommen wir in die Richtung eines erfüllten Lebens. Das ist ja ein Hinweis von Christus, dass wir ein erfülltes Leben leben mögen. Mhm. Und dann müsste eigentlich alles dazu gehören. Ja, also die Welt der 10.000 Dinge, sagen die Taoisten, die wollen damit viel ausdrücken. Jetzt haben wir heute eine Inflation des Begriffes für viel. In meiner Kindheit, Jugend war 1 Million ganz viel. Jetzt reden alle von Milliarden, jetzt reden wir von Hunderten von Milliarden. Mhm. Die Welt ist unheimlich unübersichtlich für die meisten Menschen. Und es wäre gut, wir finden die Ordnung darin, dass es ein Kosmos ist und kein Chaos. Und wir wissen, eigentlich alle Menschen wissen, es gibt eben Yin und Yang, also weiblich und männlich, sonst würden wir auch aussterben. Das ist, Frau und Mann ist uns heute klar. Aber damit können wir die Welt noch nicht genug beschreiben. Also hat man aus dem Yin, dem Weiblichen, das Wasser und das Erdelement gemacht und aus dem männlichen Yang das Feuer und das Luftelement. Jetzt haben wir schon mal 4 Elemente. Könnte man zum Beispiel Ernährung besser mit beschreiben als nur mit Yin und Yang. Aber es ist auch noch nicht differenziert genug, wenn wir 4 Elemente haben. Jetzt hat man die nochmal unterschieden, die Stufen der Elemente. Es gibt das lodernde Feuer des Anfangs,
das wäre so das Aggressionsprinzip. Es gibt das strahlende Feuer, das wäre so das Sonneprinzip. Und es gibt so diese innere Glut, die Begeisterung, das wäre dann das jovische Feuer. Also drei Stufen. Das könnte man für alle Elemente so machen. Dann haben wir vier Elemente mal drei Stufen, also 12 Lebensprinzipien, mhm. Urprinzipien, Archetypen, Jung gesagt, oder Silberer schon. Und Lebensbühnen haben wir das im letzten Buch, die Hollywood-Therapie, was Spielfilme über uns verraten. Da sieht man schon, man kann das überall sehen, ja, diese Prinzipien. Und das ist für mein Gefühl eine wichtige Möglichkeit, um die Welt zu verstehen und ihren mhm. Sinn zu finden, dass wir auf die Ebene dahinter schauen können. Ja? Platon sagte so, hinter allem, hinter jedem Ding ist eine Idee. Goethe sagte, alles geschaffen ist ein Gleichnis. Also die Ebene dahinter zu sehen, wäre hilfreich, um an den Sinn dran zu kommen. Ist aber nicht populär bei uns. Und wir sagen, boah, das ist ja phänomenal und sind fasziniert von den Phänomenen, machen uns gar nicht klar, dass das eigentlich heißt, das ist aber oberflächlich. Die Phänomene sind Oberfläche. Und wenn wir aber radikal denken, da ist Radix drin, die Wurzel, zu den Wurzeln hin, machen wir uns schon fast verdächtig in der heutigen Zeit. Aber mein Denken wäre radikal, zu den Wurzeln hin. Mhm. Wir müssen immer schauen, woher kommt denn das? Was ist denn wirklich dahinter? Denn Lösung finden wir nicht auf der phänomenalen Oberfläche. Also das hat Einstein schon so schön gesagt. Der hat gesagt, Problemebene ist nie Lösungsebene. Ja. Ja, dazu müssten wir tiefer gehen. Ich denke, der Sinn des Lebens ist, dass wir lernen, ein bisschen tiefer zu schauen. Dass es da einfach mehr gibt als die Oberfläche. Und da finden wir dann eben die Einteilung. Wir sehen, dass wir, ja, wie beim Periodensystem der Elemente für die Naturwissenschaftler, Physiker, Chemiker, alles in der materiellen Welt ist aus diesen etwas über 100 Elementen aufgebaut. Dieses System kann man dahinter sehen. Und so etwas Ähnliches haben wir mit dem Lebensprinzipiensystem oder Urprinzipiensystem auch. Das ist ganz hilfreich, wenn man verstehen will, was hier so abläuft. Und wenn man schaut, gibt ja die Pathogenese, da beschäftigt sich die Schulmedizin damit, das haben wir auch studiert und gelernt. Wie wird man krank? Aber es wäre auch interessant, den Gegenpol mal anzuschauen. Wie wird man denn gesund? Ja. Ja, die Salutogenese sozusagen. Und für die, da hat Antonowski diese drei Schritte vorgegeben. Erstmal verstehen, was los ist. Wenn man es nicht versteht, dann können wir es nicht wandeln. Das wäre der zweite Schritt, verändern. Und das dritte wäre das, was in den Sinnzusammenhang kleiden können. Also, dass es Bedeutung für uns hat in unserem Leben. Und Sinn macht, sonst mhm. bleibt es irgendwie sinnlos. Mhm. Das hat auch Viktor Frankl in der Logotherapie mhm. schon so deutlich gesagt. Wir müssen den Sinn finden. Wenn wir den nicht finden, dann bleibt es sinnlos. Und das ist heute ein großes Thema für viele Menschen. Ja, also man denkt so, man brennt aus vor lauter Arbeit, zu viel Arbeit. Ist aber gar nicht so. Wenn man genau hinschaut, ist es die Sinnlosigkeit der Arbeit. Da braucht es gar nicht so viel Arbeit, dann brennen Leute schon aus. Mhm. Und andere arbeiten unheimlich viel, ohne je in Burnout-Nähe zu kommen, weil es Sinn für sie macht. Ja, also ich kenne das von Ärzten oder von mir selbst so. Amazonas Entwicklungsdienst, da schaut kein Mensch nach Stunden oder so. Da wird einfach manchmal 20 Stunden gearbeitet. Und da kriegt keiner Burnout davon, weil es einfach notwendig ist und Sinn macht. Wenn man so ein bisschen Elends, in die Richtung Elendsverwaltung macht, in diesen modernen Praxen, so einfach hintereinander, alle 3 Minuten kommt jemand Neues, dann sind ganz viele Kollegen in Gefahr, Burnout zu bekommen. Mhm. Das macht denen dann auch keinen Sinn. Das hat nicht viel damit zu tun, dass die Menschen wirklich heil werden, sondern man unterdrückt Symptome. Mhm. Also das macht einen großen Unterschied. Wenn wir den Sinn spüren für das, was wir tun, auf unserem Weg sind, dann sind wir gar nicht so gefährdet. Und heute sind ganz viele gefährdet. In Deutschland sollen 11 Millionen Menschen am Burnout leiden. Ja. Ja, und an chronischer Erschöpfung, Depression, das sind alles so Seeleninfarkte, nenne ich das. Die Seele macht nicht mehr mit, wie beim Verkehrsinfarkt, alles steht. Ja, dann muss es erst langsam wieder entwirrt werden. Aus meiner Sicht kommt man da auch nicht raus aus diesem Dilemma, wenn man nicht den Sinn des Lebens mal wenigstens mal als Thema erkennt, mhm. wo man den dann findet. Ja, also man kann ihn in jeder Religion offensichtlich mhm. finden oder in einer Lebensphilosophie wie dem Buddhismus. Und wenn man dann in die Tiefe schaut, finden wir da die Schicksalsgesetze. Mhm. Ja, diese Spielregeln, die in allen Religionen drin sind, ja auch in unserer, Resonanzgesetz, beten wir am Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, mhm. wie oben, so mhm. unten, sagt man dann mhm. der hermetischen Philosophie dazu. Das finden wir aber in allen Religionen oder auch die Polarität. Ja, das ist etwas, was wir auch wahrnehmen können.
Also dass wir ständig, mehrheitsmäßig inzwischen, eine Tendenz haben, aus heißer Liebe kalten Hass zu machen. Ja. Das ist ja etwas, da leiden ganz viele Menschen daran. Wir leiden insgesamt daran, dass fast alle Friedenspolitiker durch Gewalt zu Tode kommen und durch die Gewalt eigener Leute. Also das sind so, wir stoßen schon drauf auf diese Regeln. Aber wenn wir sie nicht wahrnehmen als Gesetze, dann macht es keinen Gesamtsinn. Und da müssen wir hin. Also diese Schule des Lebens als Schule zu nehmen. Und nicht beleidigt sein, wenn wir mal einen Fehler machen. Jeder Fehler ist eine Chance, was Fehlendes zu integrieren. Nicht so beleidigt sein, wenn wir mal enttäuscht werden. Ende einer Täuschung. Zum Schluss geht es ja darum, raus aus den Täuschungen. Die Inder sagen es so schön, die Welt der Maya ist die Welt der Täuschungen. Raum und Zeit, die beiden großen Täuscher. Und das Ziel ist, im Osten, über die Maya hinauszukommen. Also das Sein zu erleben, wo Raum und Zeit nicht mehr täuschen können, wo wir in der Wirklichkeit angekommen sind, der wirklichen Wirklichkeit, der wirkenden Wirklichkeit. Das wäre der Sinn unseres Lebens. Also aus meiner Sicht dann letztlich Befreiung zu finden, Erlösung zu finden, im Himmelreich Gottes anzukommen, christlich, wieder zurückzufinden in die Einheit. Da steckt ja jetzt wieder ganz, ganz viel drin in den wenigen, oder was heißt, in der kurzen Zeit, die du jetzt schon sprichst. Und man könnte jeden einzelnen Satz dann jetzt nochmal vertiefen. Ich möchte nochmal auf den Anfang zurückkommen, wo du sagtest, das Leben ist eine Schule für uns ja auch. Und ich erinnere mich an ein Interview, das ich gesehen habe mit dir, wo du auch zur Sprache gebracht hast, dass es eigentlich fahrlässig ist heutzutage, den Menschen oder das Kind ins Leben zu schicken, ohne das Kind auf diese Lebensgesetze vorzubereiten, es dem Kind zu eröffnen, sondern es eigentlich blind ins Leben laufen zu lassen. Das fand ich ganz spannend und ganz wichtig. Und es gibt ja schon im Einzelnen, glaube ich, ein paar Schulen, die versuchen, da so ihre Anfänge zu machen mit Kindern. Aber ja, welchen Weg siehst du, wie könnte uns in der Gesellschaft das besser zu gelingen, die Kinder schon darauf vorzubereiten, dass das, was sie als Kind dann schon gelernt haben, dann quasi in ihrem Leben zu ihrem eigenen Wohle und letztendlich zum Wohle des Ganzen dann auch umsetzen können? Ja, ich denke, wir bräuchten insgesamt eine andere Pädagogik. Ja. Das ist ein Absurd, was wir da machen. Mhm. Ja, den Kindern wird von Anfang an etwas eingetrichtert, was sie nachher kaum brauchen können. Was beginnt in der Volksschule, dass dann die Volksschullehrerinnen heute meistens so im Sinne von Vater Staat sagen, träum nicht, schlaf nicht, fantasier nicht, spinn hier nicht rum, spiel nicht, konzentrier dich. Und ich habe dann viel später Manager in irgendwelchen Trainings, die können nicht mehr träumen, nicht mehr fantasieren, nicht mehr spielen, die spinnen nicht rum, die sind nicht verrückt. Und die können sich noch nicht mal konzentrieren, ehrlich gesagt. Ja, ist ja direkt peinlich. Also mach so Zen-Meditation. Jetzt ist mir das sehr selbstverständlich, Konzentration. Aber das ist erstaunlich. Also auch diese CEOs, diese Chefexekutionsoffiziere, die da oben dran stehen. Man muss ja nur mal übersetzen, dann weiß man schon, was läuft. So, also die Chefexekutionsoffiziere können sich nicht mal eine Minute konzentrieren. Das ist recht erstaunlich. Die anderen Sachen haben sie auch verlernt. Also aus meiner Sicht ist das, was Vater Staat heute inszeniert in der Schule, eigentlich katastrophal. Und da weiß ich mich einig mit einem guten Freund, Gerald Hüther, der sagt ja wirklich und kann das belegen, dass, wenn sie eingeschult werden, 98% der Kinder geniale Lösungsansätze haben. Wenn sie das hinter sich haben, also die deutsche Schule ist da gemeint, dann sind es noch 2%. Das ist wenig. Also wir haben ein System, ein pädagogisches System, was uns noch den Spaß am Leben wegnimmt. Ich war Gott sei Dank auch in einem amerikanischen College und habe mit Staunen festgestellt, dass deren Ziel war, vor allem dafür zu sorgen, dass wir die Freude am Lernen, am Studieren bewahren. Ah, ja. Und die waren vom Lehrplan ganz anders aufgestellt als wir. Ich war da, nach einem Vierteljahr hat mich so dieses schlechte deutsche Gewissen beschlichen und ich wollte meinen Stundenplan verändern, weil ich mir dachte, das trägt ja alles überhaupt nicht zum Medizinstudium bei und das nützt mir gar nichts. Da hat dieser Chef da gesagt, schau mal, er hat mich so in so einen Gang geführt, so eine Galerie, das war die Ahnengalerie von diesem College, die großen Söhne hauptsächlich, aber auch ein paar Töchter, die sich da verdient gemacht hatten. Da war auch ein Chemie-Nobelpreisträger dabei und John Denver der Sänger und irgendwie so. Und das ist ja für die Amis ganz wurscht, womit man sich verwirklicht. Da hat er gesagt, schau, die sind alle hier von uns gekommen und das Wichtigste ist ja, dass du deine Freude am Lernen, am Leben behältst.
Und nicht, dass du so viel eingetrichtert kriegst. Es war auch schon die Zeit, wir hatten nachts so eine Stunde, da konnten wir mit dem Computer in Cape Canaveral spielen. Wir konnten ein bisschen programmieren, haben Basic gelernt. Das ist schon längst vorbei. Kein Mensch interessiert sich mehr für diese Programmiersprache. Aber wir haben so mitgekriegt, hoppla, man wird sich Wissen nicht merken müssen in diesem Ausmaß. Mhm. Ja, also lange vor der Zeit der Festplatten war das. Aber den Computer haben wir mal besichtigt, der war groß wie zwei Zimmer. Und konnte nicht annähernd das, was heute ein Handy kann, so ein Smartphone. Aber es war absehbar, dass das kommt. Und für mich ist das auch so, ja, sehr deutlich geblieben. Ich habe, glaube ich, die ersten spirituellen Bücher auf Computer geschrieben überhaupt. Das durfte man gar nicht sagen. Da dachten alle, man schreibt so mit dem Federkiel. Naja, also das war eigentlich absehbar, was da kommt. Und dass wir was Wesentlicheres in der Schule bräuchten. Haben wir aber momentan nicht. Und aus meiner Sicht wäre das wirklich naheliegend und einfach, den Kindern die Spielregeln beizubringen. Mhm. Dass die einfach wissen, sozusagen, Dinge können ins Gegenteil umschlagen. Wir haben das ja natürlich in unserer Literatur, aber die spielt heute auch immer eine geringere Rolle. Also bei Goethe im Faust, der lässt dann schon den Mephisto sagen, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das ist die Polarität. Wir versuchen alle das Gute zu schaffen und schaffen dann den Gegenpol. Ja, ist ja völlig verblüffend auch, wie das überall passiert. Das könnte man Kindern gut erklären. Mhm. Ja, auch so, was Resonanz heißt. Die sind da eigentlich viel, viel offener als Erwachsene dann. Aber im Endeffekt ist momentan da gar kein Ansatz. Ich habe immer mal wieder vor Pädagogen gesprochen. Ab und zu eine Professorin Hackel hat mich mal eingeladen. In Linz war das, vor Hunderten von Pädagogikstudenten. Aber man kann ganz gut sehen, dass es einfach momentan noch nicht ein Thema des Mainstream ist. Mhm. Ja, sondern wir machen diese, ja, wie soll man sagen, wie die Politik. Die versuchen, Probleme auf der Problemebene zu lösen. Und das Ergebnis sehen wir. Ich meine, in der Schweiz läuft es ja prima aus österreichischer Sicht. Ja, ich bin ja totaler Schweiz-Fan und froh, dass ich so beschweizern darf. Aber eigentlich muss man schon sagen, wir könnten viel mehr schaffen, wenn wir ein bisschen tiefer das Ganze anlegen würden. Ja, so wie Gerhard Hüther sagt, ein bisschen mehr Hirn bitte in seinem Buch. Also, ich meine, wir benutzen 10% unseres Hirns. Das ist ja nun mal erforscht. Bitte, warum haben wir dann 100%? Wir könnten da mal rangehen. Ja, und da wären so viele Möglichkeiten. Kinder können meditieren. Mhm. Ja, also sollten das. Ich habe auch mit 11 Jahren angefangen, weil mein Großvater, der auch Arzt war, solche Bücher hatte und, weiß noch, wie hieß das? Yogismus für westliche Menschen oder so hieß das. Desmond Dunne. Also das kriegte ich dann in die Finger und habe angefangen, Yoga-Übungen zu machen und zu meditieren und irgendwie zu versuchen, Gedankenlehre herzukriegen. Das hat mich seitdem eigentlich nicht mehr verlassen, die letzten 55 Jahre dann habe ich das gemacht. Das hat mir immer gut getan. Und ich würde sowas Kindern schnell vermitteln. Mhm. Meine Mutter, die Sonderschullehrerin war, da haben wir dann irgendwann geführte Meditationen. Hat sie dann übernommen und mit ihren schwer erziehbaren Mädchen da geübt. Das funktioniert gut in einer 6. Stunde, wenn die sowieso gar keine Konzentration mehr haben. Man könnte Mandalas malen, um die zu zentrieren. Mhm. Und so viele Dinge, die wirklich gut belegt sind, werden einfach gar nicht gemacht. Die kriegen immer mehr reingestopft, immer noch mehr als wir früher. Und das Ergebnis ist echt traurig für mein Gefühl. Ja, also ich meine, die googeln alles und da spricht dann der Professor Spitzer schon von der digitalen Verblödung. Ich weiß auch, was der meint, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin zum Beispiel geografisch völlig verblödet. Ja, ich bin einfach Jahrzehnte allein mit dem Auto rumgefahren, mit einer Landkarte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, den Ländern, wo ich so viel arbeite, ein bisschen Tschechien und Ungarn noch. Und ja, da kannte ich mich gut aus. Da wusste ich, wo Norden und Süden ist, ehrlich gesagt, und Westen und Osten, wenn ich im Auto war. Dann kam das erste GPS und ja, seitdem bin ich komplett verblödet. Da passieren Sachen, ehrlich gesagt. Dann komme ich dann in Moosbach an, in der Bahnhofstraße und die endet bei Nummer 42. Ich muss aber Nummer 68. Da wird mir klar, ich bin im falschen Moosbach und eine Bahnhofstraße gibt es überall. Das ist so GPS-mäßig. Deswegen habe ich mit dem Googlen gar nicht angefangen, ehrlich gesagt. Ich habe mal gedacht, wenn ich, so wie ich geografisch verblödet bin, jetzt Googlen anfange, dann wäre ich hirnmäßig so verblöden. Gut, aber ich bin einer der wenigen, der nicht googelt und kein Smartphone betreibt, sondern versucht, sein Hirn smart zu halten und sich die Dinge zu merken, die wichtig sind. Mhm. Und ich muss natürlich sagen, die Lektorin muss dann ab und zu mal ein bisschen googeln. Ne? Da schreibe ich drei Fragezeichen hin, weil ich nicht genau weiß, wie man den Mihai Csikszentmihalyi schreibt. Der ist nun mal ungarischstämmig.
und so ein wichtiger Glücksforscher. Mhm. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir schauen, dass von Anfang an andere Dinge gelernt werden. Und Kinder auch die Perspektive behalten, dass da im Leben mehr los ist als Geld verdienen. Mhm. Ja, ich meine, wir sind ja, sagen wir ja, eine christliche Kultur. Ich möchte mal sehen, wo wir das noch merken. Wir haben da völlig die Polarität aus dem Auge verloren und sind fast überall im Gegenpol gelandet. Ja, also wenn Christus sagt, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel, dann müssten wir ja eigentlich nicht so schauen, dass wir alle reich werden. Das tun wir aber alle. Ja. So ein Rattenrennen, wo es darum geht, der Reichste zu werden am Friedhof. Ja, das ist ja grässlich. Und ich meine, das ist so, viele, auch Patienten von mir, sterben Anfang 40 und werden dann erst Mitte 80 eingegraben und dazwischen ist so ein Gelebe, wo es nur um Geld geht. Ja, wir haben heute, also nach dem Christentum kam für mein Verständnis erstmal die Wissenschaftsreligion. Ja, die Leute sind ja nicht Wissenschaftler, die glauben an Wissenschaft. Das ist ja ein Riesenunterschied. Das wird auch der Wissenschaft gar nicht gerecht, ehrlich gesagt. Aber hat ja nicht lange gedauert. Inzwischen ist die Wissenschaft auch völlig geldbestimmt. Wir haben eine Weltgeldreligion. Mhm. Das haben wir von den Amerikanern übernommen. Früher war das nicht, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Amerika war, so von meinen Eltern geschickt, Seminar Contemporary America. Und wir waren entsetzt, wenn die gefragt haben, immer, wie viel Dollars machst du? Mhm. Ja, also wir wollten doch nicht wegen den Dollars Arzt werden oder Pädagogen, ja, oder was immer. Bei den Amis war das schon so und heute ist das bei uns auch üblich. Mhm. Ja, wie viel machst du? Alles geht nach Quote. Ja, also merke ich ja auch so, wie viele Facebook-Anhänger hast du, wie viele Adressen hast du? Daran bestimmt sich der Wert. Mhm. Und an ganz komischen Sachen, also auch bei euch beim Fernsehen. Ich habe da mal, nachdem es viel Auseinandersetzung gab, im ORF nachgefragt, warum wollt ihr mich eigentlich haben? Mhm. Ja, sagt mir der, sie haben so einen guten Abschaltfaktor. Ich sage, was habe ich bitte? Oh Gott. Ja, da wird während der Talkshow wird gemessen, wie viele Leute schalten ab, wenn der redet. Der ist bei mir günstig. Ob ich die ärgere oder erfreue, das ist ganz wurscht. Hauptsache, sie bleiben dran. Und ich habe scheinbar so eine Tendenz, ich kann die Leute irgendwie faszinieren und ärgern, provozieren. Sie bleiben dann schon dran. Und das messen die. Das ist aber irgendwie doch schon eigenartig. Und für mich, mhm, auch, ich habe das als beleidigend empfunden, dass ich wegen meinem guten Abschaltfaktor eingeladen werde. Ich dachte irgendwie wegen der Inhalte. Aber das ist heute gar nicht mehr so. Ne? Bei allem, die Zeugnisnoten und so, das ist heute wurscht. Casting ist angesagt. Ja. Wie bist du in dieser kurzen Zeit? Hat auch was, ne? Es geht um Authentizität. Aber wir merken vielleicht gar nicht mehr, dass wir so in der Oberflächlichkeit bleiben. Und wenn wir an den Sinn dran wollen, dann wäre es schon besser, wir würden mal aus meiner Sicht, der ich mich als Christ empfinde, nachschauen, was uns Jesus Christus so ins Stammbuch geschrieben hat. Das ist ja fast überall ins Gegenteil gekippt. Mhm. Ja, also Evangelium heißt frohe Botschaft. Ja, und was haben wir da für eine moralinsaure Pampe draus gemacht? Ja? Dass jedem Kind schon die Lust vergeht. Mhm. Das ist einfach scheußlich. Das ruiniert natürlich auch eine Kultur wie unsere, wo man dann ständig irgendwelche Lieder, Verse auswendig lernen musste bei uns. Und wenn man dann den Lehrer gefragt hat, den Pfarrer, also was, inwiefern soll mich das Gott näher bringen, wenn ich das auswendig lerne, dann hat man zum Schluss einen Verweis gekriegt bei einer Diskussion. Das sind ja absurde Geschichten. Also in der Schule könnte man wirklich vieles hin zur Sinnfindung, ja, verändern. Also Philosophie heißt die Liebe zur Weisheit. Es gibt ja so eine alte Weisheitslehre. Und das ist nicht verkehrt, mal auf Sokrates, Platon, Aristoteles zurückzuschauen, da könnte man viel lernen. Oder auch Wilhelm von Humboldt, der Begründer der Uni, oder Alexander von Humboldt. Ich meine, die haben so viele gute Sätze gesagt. Der Alexander von Humboldt hat mal gesagt, die schlimmste Weltanschauung ist die von Leuten, die die Welt nicht angeschaut haben. Ganz genau. In Amerika wären Präsidenten, die waren noch nicht im Ausland. George W. Bush, der war mal in Texas. Der lebte in Texas, der war mal in Mexiko, das kann er nicht verhindern. Ansonsten ist da jemand sozusagen Präsident der Welt geworden, der null Ahnung hatte von der Welt. So, Trump ist wenigstens Unternehmer und versucht die Welt jetzt wie ein Unternehmen zu führen. Ist ja auch gewöhnungsbedürftig für einen Schweizer oder Österreicher oder auch Deutschen. Auch für uns, ne? Deutsche, ja. Also das ist irgendwie so, aber so laufen die Dinge. Ja. Und die Chefexekutionsoffiziere, die versuchen halt, wie eben Chefexekutionsoffiziere, ihre Konzerne zu hohen Dividenden zu peitschen. Ob das den Mitarbeitern gut tut, ob das der Bevölkerung gut tut, interessiert keinen. Ich meine, das nicht als Vorwurf. In den
in den Statuten von Aktiengesellschaften steht nichts von Nächstenliebe. Da steht drin, die müssen Geld verdienen. So, also wir haben da natürlich Ziele gewählt, die irgendwie aus meiner Sicht Kindern gar nicht vermittelbar sind. Die meisten Leute haben heute einen Beruf, das können sie ihrem Kind gar nicht mehr erklären. Ja, bin ich als Arzt gut dran. Wir sind leider schon am Ende angelangt dieser Sendung. Es verging viel zu schnell meines Erachtens, aber wir werden das Thema beim nächsten Interview wieder aufgreifen, wenn du einverstanden bist, weil es jetzt richtig spannend wird. Und zur Abschaltquote, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass du also ich glaube, es ist wirklich so, dass der Mensch, der da zusieht, dann auch sieht, dass es Sinn macht, was du sagst. Und das mag provozieren, aber es in dem Sinne, dass es Sinn macht, was du sagst, dass du eben zur Veränderung aufrufst. Also wir werden Wort in Gottes Ohr. Ja, Gehörgang. Ich verspreche Ihnen, liebe Zuschauer, dass wir das nächste Mal wieder aufgreifen. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und dann werden wir diese Baustellen oder werden wir mal schauen, was wir dann tun können an den Baustellen, die wir jetzt aufgerissen haben oder die wir jetzt zur Sprache gebracht haben. Ich wünsche Ihnen dennoch jetzt einen sinnvollen Tag noch und bis zum nächsten Mal eine sinnvolle Zeit. Alles Liebe, Ihr QS24 und Ihr Format, die Suche nach dem Sinn des Lebens.